Und da sind wir wieder zurück bei Crysis 2. Hören Sie, Cell hat überall entlang des FDR Freeway Kontrollpunkte eingerichtet. Ich höre Ihren Funk ab und anscheinend leitet Lockhart die Operation da unten persönlich. Er muss in der Nähe sein, Prophet. Halten Sie den Ball flach. Gut, ich... Ich versuche mal meine Bälle flach zu halten. Ja, ich merke gerade, wir haben keine Muni mehr und... Was ist denn da? Ha? Ah ja, das habe ich ja schon gemacht. Ja, ein. So. Oder? Das. Das habe ich schon. Was macht denn das? Markiert Flugbahn, das hier. Ah, kaufen wir das mal und aktivieren das. Das ist hoffentlich so aktiviert, oder? Ja, ich denke mal. So. Auf jeden Fall, ich habe jetzt längere Zeit schon nicht mehr gezockt. Allerdings auch sehr wenig hochgeladen. Das ist gerade mal Folge 2 online und Folge 3 render ich gerade. Also beziehungsweise habe ich gerade gerendert. Ich habe jetzt allerdings, wie bereits in Folge 2 angekündigt, eine neue externe Festplatte mit Nummer 500 GB, auf die ich jetzt dann drauf aufnehmen werde, so dass ich hoffentlich keine beziehungsweise weniger Lag-Probleme haben werde. Der Befehl lautet, ihn zu erledigen. Wenn das geschafft ist, können wir über Bürgerrechte reden. Wäre nützlich. Ja, nützlich für wen? Der Kerl hat gerade ein paar Dutzend meiner Männer massakriert, Miss Strickland. Ich gehe kein weiteres Risiko ein. Prophet muss sterben. Hargreave kann dann mit seiner Leiche spielen. Hargreave will den Anzug und den kriegt er auch. Das wird ihm nicht gefallen. Und soweit ich mich erinnern kann, arbeiten Sie wir Sie irren sich, Miss Strickland. Sie arbeiten für ihn. Ich unterstehe dem Vorstand von Cell und dem Verteidigungsministerium. Mir ist scheißegal, was einem zivilen Aktionär wie Hargreave gefällt oder nicht. Hauptaktionär und ehemaliger Präsident des Direktoriums von Crime. Wieso sein, wie Sie sich zum Feind machen, Lockhart? Das Gespräch ist beendet. So. Okay, wir haben hier den Lockhart, den Anführer der Cell. Dann, wie hieß die? Taria oder so. Und eben den Dr. Hargreave, dem, zu dem sie eben gehört. So. Wow. Was war nochmal? Das war der Visor, oder? Ja, wow. Beobachten. Ja, das habe ich gerade gemacht. Stealth, bemannen, beobachten. Ja, da war er. Beobachten ist das hier. Hä? So. Wo haben wir denn hier? Hier haben wir einen Gegner. Haben wir hier noch irgendwo einen? Da haben wir noch einen. Okay. Das war's aber an Gegnern, glaube ich. Gut. Schleichen wir uns mal von hinten an den ran. Oder auch nicht. Vielleicht warten wir erstmal eine Sekunde. So. Was ist der andere gesehen? Okay, er hat's gesehen. Ja, hallo, ich würde gerne Panzerung und so. Na, verdammt, nein! Da! Ah. Okay, okay, gut. Ganz ruhig. Eine Sache vorweg, die Steuerung geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Weil ich jetzt eben die ganze Zeit kein Crysis mehr gespielt habe. Und in letzter Zeit wieder ein bisschen COD. Und deshalb, da ist die Steuerung wirklich komplett anders. Und auch Battlefield habe ich jetzt nicht gezockt die letzten Tage, wo die Steuerung ja ähnlich ist. Weil bei mir Battlefield eine Zeit lang nicht funktioniert hat. Wegen Drecks-Grafikkarte, die bei mir im PC drin steckt. So, was haben wir denn hier? Eine neue Art von
Scar, was war das jetzt? Was war das für eine Taste? X, ja. Sturmvisier, okay. Gut, tun wir mal wieder das Reflexvisier drauf. Und, ah. Okay, nein, ich habe nicht mehr Muni drin. So. Oh, okay, das sind welche. Boah, und bei den... Bei der Grafik kann ich überhaupt nicht zielen. Die ist teilweise zu gut dafür. Wenn Sie das Labor finden, haben wir beide verloren. Sie müssen sich beeilen. Ja, ich versuche ja mich zu beeilen. Ich würde hier nur... Oh Gott, spiele ich gerade wieder schlecht? Das ist unglaublich. Komme ich hier ernsthaft nicht durch? Okay, auf jeden Fall sind sie schlau geworden als in Crisis 1. Die wissen, dass ich einen Tarnmodus habe. Mannen. Stealth. Kante greifen, okay. Sichtkontakt verloren. Ja, das ist mir schon klar. Oh, oh meine Fresse. Was mache ich denn wirklich für Scheiße im Moment? Also es tut mir leid. Ich bin komplett raus aus dem Spiel im Moment. Boah, dabei war die erste Aufnahme noch, also für meine Verhältnisse, ja, ich muss ja mal dazu rechnen, einigermaßen gut. Und jetzt verrecke ich hier jede zweite Sekunde. Fast. Hier ist hoffentlich niemand in der Nähe. So, wo soll ich Kante greifen? Hier, ah. Ah, das ist ja mal nicht ungeschickt. Wo, 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 wo? Habe ich eine Granate? Ach. Okay, der ist down. Der ist auch down. Was, der ist nicht down? Jetzt ist aber down. Der ist auch down, okay. Wo muss ich lang? Dahinter, okay. Dann bleibe ich mal, glaube ich, hier oben. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Und ich benutze mal den... Ja, gesichtet, das wüsst ihr aber. Kriegt ihn da weg. Ja, so scheiße wie ich ziele natürlich nicht. Gut, damit hat sich das mit der Idee da oben rum zu kraxeln. Oder? Na, versuchen wir es nochmal. Lag hier nicht irgendwie noch so eine Pfeffelin oder so? Ah, ich hab wieder Muni. Okay, das ist ja schön. Hier, warte mal. Jawoll. Auch wenn ich die Pistole mag irgendwie. Mir persönlich fehlt eindeutig die Möglichkeit, sich hinzulegen. Aber sie hat mich ja im Moment anscheinend nicht gesehen. Hopp. Und komme ich hier. Okay, Fail. Das war ja mal ein super Fail von mir. Mein Aiming ist wieder total genial. Lebt er noch? Nö.
Okay, rüberspringen war nicht, aber na gut. Folgen Sie einfach dem FDR, bis Sie zum Harbor Lightspear kommen. Also jetzt nach Norden, da war ich doch gerade im Norden. Wow! Okay. Wir müssen erstmal laufen. Lauf. Braun 7, hier ist Azur 1. Ziel ist zu Fuß nordöstlich entlang des FDR unterwegs. Koordinaten Delta 79. Also für meine Verhältnisse haben wir ziemlich. Dankeschön. Wo ich gerade sagen wollte, wir haben wenig Muni. Unser Einsatzziel ist Fangen und Verhören. Tötungsbefehl ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Bestätigen Sie diese Anweisung. Scheiß Krach! Okay, also diese eine Type da, die, ach, wie hieß sie jetzt? Die mit dem einen Kerl da zusammengearbeitet. Also, boah, jetzt. Gut, dass ich so gut aufgepasst habe, als die Namen genannt wurden. Also. Die eine Frau, die mit dem Lockhart geredet hat, ist dafür, dass wir nicht getötet werden, sondern nur ausgeschaltet. Damit sie. Also sie brauchen halt wollen den Anzug haben. Und der Lockhart ist halt der Meinung, sie müssen uns dafür töten, um in den Anzug zu kommen. Und die Frau ist eben eine andere Meinung. Also sie. Dass sie uns nicht töten müssen. Hoffen wir mal, dass es richtig ausgeht. Also so wie wir wollen. Oh mein Gott! Was ist das? Erdbeben! Oh, Erdbeben! Juhu! Freue mich aber. Das sieht nicht allzu gesund aus. Ich halt doch F, jetzt schau die doch um. Achso, er schaut auf die Brücke. Noch irgendwas besonders da? Nee. Tektonische Verschiebung. Ja. Okay, wir haben noch einen Raketenwerfer. Das ist gut, das habe ich schon wieder vergessen. Okay. Ja, dann mal runter. Nanovision, vielleicht wirklich gar keine so schlechte Idee. Hier ist Braun 2. Er geht den eingestürzten Freeway runter. Verstanden. Prophet ist immer noch in Richtung Norden auf dem FDR unterwegs. Jede Menge Rauch und Staub in meinem Schussfeld. Vorsichtig näher. Siehst du irgendwas? Roger. Zurück in Stellung. Was ist das? Noch ein Feind? Benutzbares Objekt, benutzt auf eigene Gefahr. Das markieren wir doch mal. So. Jetzt aber mal Nanovision anmachen. Prophet, halten Sie noch durch? Vor Ihnen befindet sich ein Zellkontrollpunkt. Da müssen Sie mal wirklich gar nicht. Sichtkontakt, ja. Habt ihr jetzt auch ein schönes Nachtsichtgerät oder was? So. Da drüben war ein Auto. Oder? Hier. Nö, kein Auto. Wow! Toll! Wow!